بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister im Islam, wir wollen heute inshallah ta'ala unsere Reihe fortführen über die Suren des Koran und heute mit der Sura Nummer 86 inshallah ta'ala und zwar Surat At-Tariq. Und wir wollen inshallah ta'ala uns zunächst erst einmal Surat At-Tariq anhören und dann inshallah ta'ala auf die Sura einzugehen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Ich nehme jetzt mal die Übersetzung inshallah ta'ala von Bubenheim, inshallah. Auch wenn wir die andere hier noch von Asset benutzen werden. Beim Himmel und dem Pochenden. Und was lässt dich wissen, was der Pochende ist? Es ist der durchbohrend helle Stern. Es gibt keine Seele, über der nicht ein Hüter eingesetzt ist. So soll der Mensch doch hinsehen, woraus er erschaffen ist. Er ist aus sich ergießendem Wasser erschaffen, das zwischen der Lende und der weiblichen Brust hervorkommt. Er hat die Macht dazu, ihn zurückkehren zu lassen. Am Tag, da die geheimsten Gedanken geprüft werden. Dann hat er weder Kraft noch einen Helfer. Beim Himmel mit der Wiederkehr und der Erde mit ihren Sprüngen. Er ist wahrlich ein entscheidendes Wort. Er ist kein Scherz. Sie wenden eine List an und ich wende eine List an. So lasse den Ungläubigen noch Zeit, lasse ihnen nur eine Weile Zeit. Surat At-Tariq. Surat At-Tariq ist unter dem Namen auch At-Tariq in der Regel bekannt. In einigen Tafsir wird Surat At-Tariq einfach nach dem ersten Vers bezeichnet. Al-Hikaya, so sagt man auf Arabisch, das hatten wir schon einmal gehabt. Also man gibt das sozusagen so wieder, wie es dann auch im Koran steht, indem es einfach heißt, was-sama'i wa-tariq. Das heißt, die Sura, was-sama'i wa-tariq. Und manche nennen sie Sura As-Sama wa At-Tariq. Das sind die bekannten Namen dieser Sura. Sura At-Tariq ist eine Sura, die entweder 17 oder 16 Versen besteht. Und wir hatten ja schon einmal erwähnt gehabt, dass der Grund hierfür
nicht der ist, dass es noch einen zusätzlichen Vers gibt, der in anderen Versionen des Korans nicht vorhanden ist, nein, sondern dass einfach hier die Verszählung unterschiedlich gemacht wurde. Die meisten haben den Vers Nummer 15 und 16 getrennt voneinander gelesen. Innahum yakiduna kaida als ein Vers, wa akidu kaida als ein zweiter Vers. Also auf Deutsch, sie wenden eine List an, Punkt, und ich wende eine List an. Aber manche haben auch dies zu einem Vers gemacht, indem sie nämlich gelesen haben, innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida als ein einziger Vers. Und man somit dann dementsprechend einen Vers weniger in der Zählung hat. Aber die Sura ist die Sura. Es gibt keine unterschiedlichen Versionen des Korans. Der Koran ist das Wort Allahs, welches Allah subhanahu wa ta'ala für uns Menschen bewahrt hat, aber mit Methoden, die wir als Menschen auch nachvollziehen können und durch die wir auch überprüfen können, dass der Koran auch wirklich authentisch ist. Aber wir haben darüber schon oft genug gesprochen und brauchen das heute nicht mehr im Detail zu tun. Surat At-Tariq ist eine eindeutig mekkanische Sura. Das heißt, eine Sura, welche in der mekkanischen Phase offenbart wurde. Sie wurde sicher vor dem 10. Jahr nach der Sendung unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm geoffenbart. Warum? Weil es Überlieferungen gibt, die darauf hindeuten, dass diese Sura schon vor einem Ereignis offenbart wurde, welches sich im 10. Jahr nach der Bi'tha, das heißt nach der Sendung unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abgespielt hat. Und zwar handelt es sich hierbei um folgendes Ereignis, welches unter anderem auch von Imam Ahmed überliefert wird, nämlich, dass ein sogenannter Abdurrahman ibn Khalid ibn Abi Habl al-Adwani von seinem Vater berichtet, dass sein Vater sagte, ich sah den Propheten sallallahu alaihi wasallam östlich des Stammes der Thaqif. رأيت أبصر أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو على عصا. Während der Prophet صلى الله عليه وسلم sich auf einen Bogen, also mit dem man schießen kann, ja, oder auf einen Stock abstützte. حين أتاهم يبتغي عندهم النصر, als er zu ihnen ging, um bei ihnen Unterstützung zu suchen. Und das war genau in dieser Zeit, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach einem anderen Ort Ausschau hielt. Und das war auch das Jahr gewesen, in dem dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam die ersten 6 Leute aus Al-Madina, damals noch Yathrib, kennengelernt hat, die dann auch den Islam angenommen haben und die dann angefangen haben, dann auch weitere Leute aus Medina für den Islam zu gewinnen und die dann nach Mekka kam während der Pilgerfahrt und im Jahr darauf, im 11. Jahr nach der Bi'tha, nach der Sendung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, die sogenannte Bay'at al-Aqaba al-Ula gemacht haben. Das heißt, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den ersten Treueeid geschworen haben. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair mit ihnen nach Medina schickte, damit er dort sozusagen die Menschen einlädt und schaut, ob Medina geeignet ist als Zufluchtsort für die Muslime. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er begab sich also dorthin und dann sagt dieser Abdurrahman, dieser Vater von Abdurrahman ibn Khalid ibn Abi Habl, er sagt dann fasami'tuhu yaqul, und ich hörte ihn dann sagen was-sama'i wat-tariq, bis er fertig wurde. Also er las sallallahu alaihi wasallam diese Sura. Und er sagt dann daraufhin fawa'aituha fil jahiliyyati wa ana mushrik. Und ich habe dann diese Sura sozusagen auswendig gelernt und habe sie gehört, obwohl ich noch Muschrik war, also noch gar kein Muslim gewesen war. Ich war noch Götzendiener gewesen. ثم قرأتها في الإسلام. Und daraufhin habe ich sie, nachdem ich Muslim geworden bin, ebenfalls gelesen. قال, er sagte daraufhin, فدعتني ثقيف. ثقيف hat mich daraufhin sozusagen gerufen. فقالوا, und sagten, ماذا سمعت من هذا الرجل? Was hast du von diesem Mann gehört? فقرأتها عليهم. Und er hat es dann vorgelesen, das, bevor er Muslim gewesen war. فقال من معهم من قريش, diejenigen, die mit ihnen waren von den Quraysh, also die bei den Thaqif gewesen sind, den Stamm der Thaqif, نحن أعلم بصاحبنا, wir wissen besser Bescheid über unseren sozusagen Sahib, also über unseren hier sozusagen Stammesgenossen in diesem Sinne. لو كنا نعلم ما يقول حق لاتبعناه, die wollen die Leute jetzt vom Islam abhalten.
die Thaqif, weil sie vom Islam abhalten, indem sie nämlich gesagt haben, würden wir wissen, dass das, was er sagt, der Wahrheit entspricht, dann hätten wir ihn schon vor euch befolgt. Also befolgt ihn ja nicht, das ist ein Hochstapler, das ist ein Zauberer. Ja? Nehmt euch in Acht vor diesem Mann, Mohammed, der mit seinen Worten die Menschen verzaubert. Ja? Wir hätten ihn schon längst befolgt, wenn er wirklich die Wahrheit sprechen würde, aber er spricht nicht die Wahrheit. Und aus diesem Ereignis haben dann die Gelehrten entnommen, wenn das im 10. Jahr nach der Bi'tha stattgefunden hat und die Sura zu diesem Zeitpunkt schon offenbart gewesen war, dann muss diese Sura in jedem Fall in der mekkanischen Phase offenbart worden sein, und zwar noch vor dem Jahr 10 nach der Sendung unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und da seht ihr, wie die Gelehrten versucht haben, anhand solcher Überlieferungen dann herauszufinden, wann eine Sura eigentlich offenbart wurde, um eine gewisse Chronologie für die Offenbarung und die Herabsendung der Verse und der Suren zu entwickeln. Ja, also sehr, sehr interessant und im Übrigen auch sehr, sehr wichtig. Warum? Weil wenn wir nämlich wissen, in welcher Zeit diese Sura offenbart wurde, manche Gelehrte sagen im Jahr 4 nach der Bi'tha, manche sagen einfach nur vor dem 10. Jahr nach der Bi'tha, wenn wir das wissen, dann können wir die Sura auch in einen bestimmten historischen Kontext einordnen und einbetten. Das ist sehr, sehr wichtig für unser Verständnis. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er beginnt diese Sura jetzt mit was? Mit einem Schwur. So wie er viele andere Suren, gerade auch diese kleinen Suren, die wir die ganze Zeit jetzt schon besprochen haben, aus dem Juz, dem letzten Teil, dem 30. Teil vom Koran, dem Juz Amma, wie viele von ihnen ebenfalls mit einem Schwur begonnen haben. Und ich habe heute etwas sehr Interessantes gelesen, und zwar von Sheikh Salman al-Uda, der ebenfalls so eine Tafsir-Reihe gemacht hat. Er hat gesagt, was sehr interessant ist, dass ihm aufgefallen ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala meistens, wenn er schwört, nicht nur einmal schwört, sondern mehrmals hintereinander. Wenn Allah ta'ala schwört an einer Stelle, schwört er in der Regel, nicht immer, es gibt Ausnahmen, in der Regel immer mehrmals hintereinander. Das haben wir auch hier. Allah ta'ala, er schwört bei was? Was-Sama, beim Himmel. Und At-Tariq, bei dem Pochenden. Und wir werden noch darauf eingehen, was überhaupt damit gemeint ist mit At-Tariq. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht das an den meisten Stellen im Koran. Und hierin liegt eine gewisse Weisheit. Nämlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala immer wieder bei mehreren seiner Geschöpfe schwört, um uns aufzuzeigen, dass er einer ist, während seine Geschöpfe immer mehr, sozusagen, während seine Geschöpfe immer zahlreich sind. Er ist der Einzige, der wirklich eins ist. Qul huwallahu ahad. Sprich, Allah ist einer. Allahu Samad, der Unbedürftige, dem sich alle zuwenden. Lam yalid wa lam yulad. Weder wurde er geboren, noch hat er sozusagen Kinder. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, noch ist ihm in irgendeiner Weise jemand gleich. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns indirekt durch diese Schwüre, ja, dass es nicht ein Schwur ist, sondern mehrere Schwüre sind, dass er einer ist, während seine Geschöpfe immer in der Mehrzahl sind. Und jetzt wollen wir verstehen, was ist das eigentlich für ein Schwur? Was ist denn eigentlich mit At-Tariq gemeint? Hier wurde es übersetzt mit dem Pochenden. Bei Mohammed Asad wird es übersetzt, das, was in der Nacht kommt. Was ist denn jetzt At-Tariq konkret? Haben wir hier Leute, die Arabisch können? Gibt es Araber unter uns? Was heißt denn Taraqa al-Bab? Taraqa al-Bab. Was bedeutet das? An der Tür klopfen. Richtig. Taraqa al-Bab. Ich klopfe an der Tür. Was Pochendes. Aber meine Frage ist, Taraqa al-Bab. Deutet dieses Wort Taraqa, dieses Verb Taraqa auf eine bestimmte Uhrzeit hin oder nicht? Ja. Es bedeutet nämlich auf jemanden hin, der in der Nacht an der Tür klopft. Also nicht am Tag, die arabische Sprache ist sehr genau, sondern in der Nacht.
Und dementsprechend Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört hier erst einmal beim Himmel und dann schwört er bei etwas, was in der Nacht kommt und klopft, diese zwei Eigenschaften. Was in der Nacht kommt und klopft. Also wie ein nächtlicher Gast. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns auch in einigen Überlieferungen aufgezeigt, ja, wo er dieses Verb verwendet, ja, was die Bedeutung von Talaqa ist. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einem Bittgebet, was er gemacht hat, أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Oh Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor, ja, den Klopfen, denn sozusagen die plötzlich kommen und klopfen am Tag und in der Nacht, ja, außer jemand, der kommt plötzlich, ja, und mit etwas Gutem anklopft und sich durch etwas Gutes ankündigt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat auch in einer Überlieferung uns aufgezeigt, dass derjenige, der von einer Reise kommt, also ein Mann, der von einer Reise kommt, dass er sozusagen zu seiner Familie nicht sozusagen mitten in der Nacht anklopfen soll. Und die Gelehrten haben das damit begründet, dass das darauf hindeuten könnte, dass er vielleicht eventuell sozusagen Zweifel haben könnte an seiner Familie und seine Frau vielleicht nicht vorbereitet ist oder einen Schreck bekommt und dementsprechend soll er wieder auf den Tag warten, ja, und dann sozusagen ankommen, ja, damit dann alle darauf vorbereitet sind. Das war natürlich in einer Zeit gewesen, bevor es Handys gab und so weiter und so fort. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und auf jeden Fall schwört Allah subhanahu wa ta'ala jetzt bei etwas, was in der Nacht pocht, klopft und gleichzeitig auch erscheint am Himmel. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er erklärt uns jetzt, was eigentlich damit gemeint ist. Indem er nämlich sagt, وَمَا أَدَرَاكَ مَا الطَّارِقُ. Und was könnte dich begreifen lassen, was es ist, das in der Nacht kommt? Oder, um was lässt dich wissen, was der Pochende ist? Und jetzt erklärt Allah ta'ala selbst, was es ist. النَّجْمُ الثَّاقِبُ. Es ist der durchbohrend helle Stern. Allah ta'ala, er schwört also beim Himmel, mitten in der Nacht, und bei einem Stern, der so hell ist, dass er die Dunkelheit durchbricht. Das ist mit At-Tariq gemeint. Und zwar plötzlich durchbricht. Und jetzt könnte man sich fragen, was bedeutet dieser Schwur eigentlich? Warum schwört Allah subhanahu wa ta'ala jetzt bei einem Stern, der mitten in der Nacht erscheint? Manche Gelehrte haben gesagt, dass damit der Morgenstern gemeint ist. Ja, manche haben gesagt, damit sind alle Sterne gemeint. Es geht aber immer um was? Um eine gewisse Helligkeit, die plötzlich erscheint. Mitten in der Nacht. Warum tut dies Allah subhanahu wa ta'ala? Dies verstehen wir erst, meine lieben Geschwister, wenn wir uns anschauen, worauf eigentlich Allah schwört. Wir haben jetzt gesehen, wobei Allah schwört. Und wir verstehen erst, was mit diesem Schwur gemeint ist, wenn wir uns anschauen, worauf eigentlich Allah subhanahu wa ta'ala schwört. Und zwar schwört Allah ta'ala auf folgendes, in kullu nafsi lamma alayha hafiz. Es gibt keine Seele, über die nicht ein Hüter eingesetzt ist. Das ist das, worauf Allah subhanahu wa ta'ala schwört. Dass jeder Mensch, jede Seele in gewisser Weise Hüter hat, die ihn behüten, die niederschreiben, was er tut und was er sagt, aber gleichzeitig auch dazu da sind, dass sie ihn bewahren vor dem Schlechten und vor den Schicksalsschlägen. Und wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Also es geht hier um etwas, worauf Allah Ta'ala schwört, was den Menschen auf der einen Seite beschützt und auf der anderen Seite, was den Menschen noch einmal klar macht, er ist nicht allein, sondern Allah Subhanahu wa Ta'ala schreibt das nieder, was er tut. Und er wird dafür auch zur Rechenschaft gezogen. Warum schwört Allah Ta'ala jetzt genau darauf? Das können wir nur verstehen, wenn wir verstehen, in welchem Kontext diese Sura offenbart worden ist. Nämlich in einem Kontext der Unterdrückung. Die Muslime, sie wurden verfolgt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat nach Unterstützung außerhalb Mekkas gesucht. Die Muslime, sie wurden gefoltert. Einige von ihnen wurden getötet. Wenn wir sagen, es war das Jahr 4 nach der Bi'athe, was war das denn für ein Jahr gewesen, das Jahr 4 nach der Bi'athe? Was ist denn in diesem Jahr geschehen? Was ist denn kurz davor geschehen? Etwas ganz, ganz Wichtiges. Etwas, was sozusagen die gesamte
Situation der Muslime von einem Tag auf den anderen veränderte. Was geschah denn ein Jahr zuvor, im Jahr 3, nach seiner Sendung, sallallahu alaihi wa, nachdem er zum Prophet geworden ist? Sira. Ja? Jetzt kommt die Sira. Was geschah denn konkret da im Jahr 3? Da geschah etwas ganz Besonderes. Und zwar in diesem Jahr hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten einen Vers offenbart. Welchen? Ja, das war ganz am Anfang. Da sollte er erstmal seine Familie warnen und das im Geheimen tun. Und jetzt kommt, fasda' bima tu'mar. Tritt hervor mit dem, was dir befohlen wurde. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sollte jetzt öffentlich die Menschen zum Islam einladen. Nicht mehr nur in einem kleinen Rahmen, nicht mehr nur im Geheimen, nicht mehr nur seine engen Verwandten, sondern er hatte jetzt die Aufgabe, die gesamte Gesellschaft zum Islam einzuladen. Und ab diesem Zeitpunkt begann auch was? Begann die Unterdrückung. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das noch im Geheimen machte, hat es niemanden gestört, war das den Leuten völlig egal gewesen. Die haben sich gesagt, das ist irgendwie so ein Verrückter, genauso wie es andere Verrückte auch schon vor ihm gab und neben ihm gab, die dazu irgendeine Religion aufgerufen haben, die das für sich selbst praktiziert haben, die vielleicht ein paar Anhänger hatten, die sie versucht hatten zu überzeugen. Aber ab dem Moment, wo Allah Ta'ala von ihm verlangt hat, jetzt sollst du damit an die Öffentlichkeit gehen, gab es auch eine Gegenreaktion. Und zwar eine sehr, sehr heftige Gegenreaktion. Die Menschen wurden gefoltert und sie wurden unterdrückt. Einige wurden von ihnen getötet. Und sie konnten ihren Glauben nicht mehr frei ausüben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wurde von allen Seiten angefeindet. Und in dieser schwierigen Situation offenbart jetzt Allah subhanahu wa ta'ala genau diese Sura. Die Sura, die dem Muslim einen Lichtschein geben soll. Hoffnung. Und deswegen hört euch mal an, wie die Sura abgeschlossen wird. Mit welchen Versen wird denn die Sura abgeschlossen? Das gehört alles zusammen. Die Sura, sie wird abgeschlossen mit den Worten Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sie wenden eine List an und ich wende eine List an. Wer wendet eine List an? Die Mushrikun in Mekka, sie versuchen mit allen Mitteln, die Muslime davon abzuhalten, sich noch mehr zu verbreiten. Sie versuchen sich gegen das zu stellen, womit unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam beauftragt wurde, die Menschen zu warnen. Und in dieser schwierigen Situation zeigt uns Allah Ta'ala auf, es gibt am Ende dieses Tunnels, der sehr, sehr lang scheint, gibt es einen Lichtschimmer, der plötzlich erscheint, wo man es gar nicht erwartet. Also in schwierigen Situationen darfst du nicht aufgeben, sondern du musst immer die Hoffnung behalten, weil es kann sein, dass plötzlich der Morgenstern kommt. Und deswegen auch Morgenstern, selbst wenn wir sagen, es ist Morgenstern. Ja? Worauf deutet der Morgenstern hin? Dass die Dämmerung, die Morgendämmerung nicht mehr weit ist. Das heißt, egal wie lang die Nacht ist, selbst wenn es eine Winternacht sein sollte, irgendwann einmal erscheint der Morgenstern. Und dann kommt die Dämmerung. Und dann kommt mit der Erlaubnis Allahs die Erleichterung. Und dann kommt die Unterstützung. Und dann wird es einen Ausweg geben. Das ist das, was Allah Ta'ala hier den Muslimen mit auf den Weg geben möchte. Aber gleichzeitig warnt Allah Ta'ala aber auch diejenigen, die sich gegen die Botschaft stellen. Es kommt nämlich etwas Bohrendes. Dieses Licht kommt plötzlich zum Vorschein. Und es ist durchdringend. Es wird jeden durchdringen, der sich dagegen stellt. Egal wie mächtig er ist, egal wie stark er ist. Es ist pochend, es ist laut. Es ist so laut, dass es dich schon fast taub machen wird. Ihr seht diese Gegensätzlichkeit des Korans, subhanallah, wie man das so interpretieren kann, gegensätzlich. Auf der einen Seite Hoffnung für die Muslime und den Gläubigen und auf der anderen Seite eine Warnung für diejenigen, welche sich dagegen stellen. In kullu nafsin lamma alaiha hafiz. Sei dir gewiss, jeder Mensch hat an seiner Seite Engel. Und diese Engel haben nur eine einzige Aufgabe. Und diese Aufgabe ist es, das niederzuschreiben, was du getan hast. Hier kommt die Drohung. Egal was du tust, ob es gut oder schlecht ist, es wird niedergeschrieben. Und Allah Ta'ala, er wird dich am jüngsten Tag, oh du schwacher Mensch, zur Rechenschaft ziehen. Und deswegen kommt jetzt was?
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقْ. So soll der Mensch doch hinsehen, woraus er erschaffen ist. Was ist es denn? خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. Er ist aus sich ergießendem Wasser erschaffen. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Was zwischen der Lende und der weiblichen Brust hervorkommt. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٍ. Er hat die Macht dazu, ihn zurückkehren zu lassen. Wieder eine Androhung. Und jetzt kommt das يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرِ. Am Tag, da die geheimsten Gedanken geprüft werden. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَى نَاصِرٍ. Dann hat er weder Kraft noch einen Helfer. Allah zeigt dir noch einmal auf, wie schwach du eigentlich als Mensch bist. Du bist schwach, du bist nur aus Wasser erschaffen worden. Aus verächtlichem Wasser bist du erschaffen worden. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt noch einmal dieses Wasser, und das ist sehr, sehr interessant, finde ich, indem er nämlich sagt, aus ergießendem Wasser erschaffen worden. Dafiq, also etwas, was sozusagen, ja, mit Druck aus dem Körper kommt. Und was will damit Allah subhanahu wa ta'ala sagen? Allah subhanahu wa ta'ala, er will sagen, dass im Grunde genommen aus all diesen sozusagen Millionen Spermien, die aus dem Körper kommen, des Mannes, bist du auserwählt worden. Und deswegen auch dafiq, ja, es bewegt sich selbst das Wasser. Ja? Und wir alle, die Biologie gelernt haben in der Schule, wissen, ja, dass sozusagen diese Flüssigkeit des Mannes aus Millionen von kleinen Teilchen bestehen, die sich alle bewegen. Und Allah Ta'ala beschreibt es genauso, dafiq, es bewegt sich. Und das zeigt uns noch einmal ganz etwas Wichtiges auch ein kleiner Exkurs, inshallah ta'ala, ja, was ganz, ganz wichtig ist. Immer wieder haben wir im Koran, ja, diese Verse, in denen über die Schöpfung des Menschen gesprochen wird. Und in denen auch über diese Dinge gesprochen werden, die Beziehung zwischen Mann und Frau. Das sind keine Themen, die Aib sind, wie es manche Leute glauben, dass man darüber nicht sprechen darf, Tabu. Nein, der Koran, er spricht das ganz normal an. Und er zeigt uns auf, dass darin eigentlich eine Gnade Allahs liegt. Er zeigt uns auf, dass darin eigentlich ein Zeichen dafür liegt, dass Allah Ta'ala der Schöpfer der Menschen ist. Und dementsprechend heutzutage ist es teilweise unter den Muslimen so, man darf über solche Dinge überhaupt nicht sprechen. Das sind Tabuthemen. Nein, der Koran, er spricht es direkt an. Und er thematisiert diese Dinge, weil sie nämlich für den Menschen wichtig sind. Der Koran, er sieht solche Dinge nicht als etwas Schlechtes, als etwas Schändliches an, sondern er sieht solche Dinge als eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala an. Das ist unsere Einstellung. Zum Beispiel Themen wie Sexualität. Manche glauben, Sexualität sei eine Sache, die in Religionen tabu sei. Damit dürfte man sich nicht beschäftigen. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte überhaupt kein Problem damit, öffentlich über solche Themen zu sprechen, genauso wie es auch der Koran gemacht hat. Aber natürlich in einer sehr, sehr, in einer Art und Weise, die nicht obszön ist, so wie es heutzutage der Fall ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, es kommt ein Mann zu ihm und er fragt ihn, und hast du geheiratet? Er sagte, ja, Alhamdulillah, ich habe geheiratet. Ja, das war Jabir ibn Abdullah gewesen, ja. Und er fragte, und hast du geheiratet? Er sagte, ja, Alhamdulillah, ich habe endlich geheiratet. Und er fragte, wen hast du geheiratet? Er meinte, ja, ich habe eine Frau geheiratet, die schon mal verheiratet gewesen war, Thayyib. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm, Halla Bikran, hättest du nicht eine Jungfrau geheiratet? Tuda'ibuka wa tuda'ibuha. Sozusagen, mit der du Spaß hast und mit dir, sie mit dir Spaß hat. Ja, und mit der ihr Spielchen macht. Ja, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat offen über solche Themen gesprochen. Er hatte kein Problem damit gehabt, sallallahu alaihi wasallam. Ja, das ist unsere Religion. Solange es im Halal ist, Alhamdulillah, das ist eine Gnade. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt ganz offen, er spricht über die Sadaqa. Und dann sagt er, wa fi bud'i ahadikum Sadaqa. Und im Beistand mit eurer Ehefrau liegt eine Sadaqa. Es ist so, als hättet ihr gespendet. Die Sahabe konnten das erstmal nicht glauben. Und sagten, ja, Rasulallah, o Gesandter Allahs, ayaqdi ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu bidhalika ajr. Jemand sozusagen befriedigt seine Neigung und kriegt dann dafür auch noch Belohnung von Allah. Und der Prophet sagte, nein, natürlich. Hätte er es im Haram gemacht, im Verbotenen, hätte er dann auch eine Last auf sich genommen. Und wenn er es im Erlaubten macht, kriegt er dafür eine Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist etwas Gutes, der Koran. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Er spricht immer in einem positiven Kontext über diese Dinge. Nicht in einem negativen, wenn es um Ehe geht, wenn es um die Erschaffung des Menschen geht, wenn es um die Familie geht.
wichtige Dinge, die wir verstehen müssen, damit wir auch unseren Glauben richtig verstehen. Kommen wir zurück, insha'Allah ta'ala, zu dem eigentlichen Thema. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt dir noch einmal auf, oh du Mensch, du bist so schwach. Und du hast jemanden über dich, der ganz genau weiß, was du tust. Nämlich Allah selbst. Und du hast Engel an deiner Seite, die das noch einmal festhalten. Glaub ja nicht, dass du entkommst mit deinem Unrecht. Glaub ja nicht, dass du einfach so davon kommst. Und selbst wenn du im Geheimen Schlechtes machst, was niemand sieht, und heuchelst, und die Leute glauben, dass du, mashallah, schon ein Heiliger bist, Allah Ta'ala, er weiß ganz genau, was du tust. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِر. An jenem Tag, an dem die Geheimnisse, ja, السَّرَائِر, zum Vorschein kommen. Alles, was du geheim gehalten hast. Und deswegen schaut mal, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was er sagt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, dass am jüngsten Tag derjenige, der Verrat begangen hat. Und wenn man Verrat begeht, macht man das meistens im Geheimen. Das ist ein Verräter. Der hat sein Land verraten. Der hat seine Gemeinschaft verraten. Er hat in irgendeiner Weise Verrat begangen. War hinterlistig gewesen. Dass er am jüngsten Tag kommen wird und er wird eine Fahne hochhalten, auf der was stehen wird? Verräter. Das alles wird zum Vorschein kommen. Es wird nichts in deiner Brust bleiben, an Schlechtem, was nicht in irgendeiner Weise am jüngsten Tag von deinem Schöpfer zum Vorschein gebracht wird. Und dementsprechend nimm dich in Acht. Nimm dich in Acht, was du tust. Es ist noch einmal für uns auch eine Ermahnung, für jeden Einzelnen von uns, dass wir versuchen, gerade dann, wenn wir allein sind und uns niemand sieht, dass wir ebenfalls versuchen, die Grenzen Allahs zu wahren. Und das ist immer am schwierigsten. Und das macht im Grunde genommen einen gottesfürchtigen und gottesbewussten Menschen aus. Dass ich auch in meinen vier Wänden, wenn mich niemand sieht außer Allah, trotz alledem seine Grenzen einhalte. Das ist eine große Herausforderung. Und ich weiß, dass man immer wieder an sich arbeiten muss. Aber durch Mujahedatun Nafs, indem ich immer wieder gegen mein Nafs kämpfe, durch, wie gesagt, gute Einflüsse, gute Freunde, durch den Koran, durch mein Gebet wird Allah subhanahu wa ta'ala mich insha'Allah ta'ala festigen. Und ich muss mich in Acht nehmen, dass ich, wie gesagt, nicht permanent immer wieder diese Grenzen Allahs überschreite, wenn ich allein bin. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns davor gewarnt, indem er nämlich sagte, لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامًا. Ich kenne Leute, die am jüngsten Tag mit guten Taten kommen werden, so zahlreich wie die Gebirgskette von Tihama. كَأَمْثَارِ جِبَالِ تِهَامَ بِيضَى. Also so weiß und so strahlend, so als wäre es eine Gebirgskette, ja, die von Tihama. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Woraufhin Allah diese ganzen guten Taten vernichten wird und zunichte machen wird. Zu Staub. Haba'an manthura. Staub, der verteilt ist. Die Sahabe fragten, ja Rasulallah, o Gesandter Allahs, sifhum lana, beschreibe sie uns. Wajallihim lana, und sag uns ganz genau, wie sie aussehen. Hatta lana kuna minhum, damit wir nicht zu ihnen gehören. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Amma innahum min ikhwanikum. Das sind Leute, ja, innahum ikhwanukum wa min bani jildatikum. Es sind eure Brüder und sie gehören sozusagen genauso zu euch. Das ist sozusagen auch vom selben Stamm. Walakinnahum qawmun إِذَا خَلَوْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ إِنْتَهَكُوهَا. Aber es sind Leute, wenn sie allein gelassen werden mit den Grenzen Allahs, überschreiten sie diese. Und dementsprechend Allah zeigt uns noch einmal auf, oh Mensch, du bist schwach. Und du wirst am jüngsten Tag ganz sicher für das, was du getan hast, zurück zur Rechenschaft gezogen. Auch wenn es geheim gewesen ist, Allah Ta'ala, er weiß Bescheid. Und es wurde alles niedergeschrieben. Und dementsprechend nimm dich in Acht vor dem Unrecht dir gegenüber selbst und gegenüber deinen Mitmenschen insbesondere. Aber gleichzeitig gibt es uns auch Hoffnung. Hoffnung für die Unterdrückten,
Hoffnung für diejenigen, die verfolgt werden. Hoffnung für diejenigen, die aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Ideen einfach verfolgt werden. Und zwar, dass du weißt, es gibt irgendwann einmal einen Lichtschimmer. Und es gibt irgendwann einmal einen Ausweg. Und es wird der Tag kommen, wo all diejenigen, die das angetan haben, dann dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala jetzt darüber gesprochen hat, schließt er diesen Abschnitt ab mit den Worten فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Dann hat er weder Kraft noch einen Helfer. Ganz wichtig, du hast weder Kraft in dir, sodass du dich wehren kannst, noch hast du irgendjemanden, der an deiner Seite stehen wird. Du wirst ganz allein sein. Du wirst allein vor deinem Schöpfer stehen und musst dich allein rechtfertigen vor Allah Ta'ala. Und es wird niemanden geben, der dir deine Hand halten wird und der dich unterstützen kann oder der dich dann vor der Strafe Allah Subhanahu wa Ta'ala in irgendeiner Weise beschützen kann. Und nach diesem Abschnitt beginnt jetzt ein neuer Abschnitt. Ein Abschnitt, in dem Allah Subhanahu wa Ta'ala jetzt noch einmal ganz klar und deutlich über diesen wichtigen, fundamentalen Punkt in unserem Glauben spricht, nämlich, dass wir alle wieder auferstehen werden und alle vor Allah Ta'ala stehen werden. Und nämlich Allah Ta'ala wieder zweimal schwört, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ, bei dem Himmel mit der Wiederkehr, وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, und der Erde mit ihren Sprüngen. Was ist denn mit der Wiederkehr gemeint? وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Was würdet ihr sagen? Was ist mit der Wiederkehr gemeint? Die Gelehrten sagen, mit der Wiederkehr ist gemeint der Regen, der immer wieder kommt. Ja, es ist wie so auch ein Kreislauf. Ja? Sozusagen, es regnet vom Himmel und dann sozusagen verdunstet das Wasser wieder und es entsteht wieder Regen. Immer wieder. Und Allah Ta'ala, er möchte uns auf etwas aufmerksam machen, nämlich was? Genauso wie er dich das erste Mal erschaffen hat, kann er dich auch das zweite Mal erschaffen. Er hat dich das erste Mal aus einem Mann und einer Frau erschaffen. Und diesmal erschafft er dich genau auf dieselbe Weise, sodass der Himmel für die Frau, für den Mann steht, wo Wasser vom Himmel kommt, und die Erde für die Frau steht, die das Wasser entgegennimmt. Und genauso beschreibt ja auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass die Menschen am jüngsten Tag, nachdem Allah Ta'ala ein zweites Mal in die Posaune stoßen lässt durch den Engel Israfil, dass die Menschen genau auf diese Weise wieder aus der Erde kommen werden. Kennt jemand die Überlieferung? Seine authentische Überlieferung, wo der Prophet Sallallahu alaihi wasallam das ganz genau beschreibt, wie das geschehen wird. Ja, es wird eine Art klebriger Regen, so als wäre es, subhanallah, wie Samenflüssigkeit, ja. Ein klebriger Regen kommt vom Himmel herab und die Menschen, sie werden aus ihren Gräbern regelrecht sprießen wie Pflanzen. Subhanallah. Also Allah zeigt uns auf, das, was beim ersten Mal funktioniert hat, wird auch beim zweiten Mal funktionieren. Und genauso wie die Erde im Frühling dann wieder sozusagen grün wird und dann im Herbst wieder alles grau wird und die Pflanzen absterben und dann wieder im Frühling von Neuem, ja, die Pflanzen aus der Erde kommen, wird genau das Gleiche auch mit den Menschen geschehen. Wir sind einmal auf die Erde gekommen durch unsere Eltern und wir werden auch ein zweites Mal wieder auferstehen. Und das ist für Allah Ta'ala nichts Schwieriges. Wer den Menschen ein erstes Mal erschaffen hat, der wird ihn auch ein zweites Mal erschaffen können. Das zweite Mal wird sogar noch einfacher sein. Und genau das ist es, was Allah subhanahu wa ta'ala hier noch einmal bestätigen möchte. Ja? Er schwört beim Himmel und er schwört bei der Erde und zeigt uns noch einmal auf, es ist ein Kreislauf, ein Zyklus. Und genauso wird es uns auch als Menschen geschehen. Und dann kommt jetzt was ganz, ganz Wichtiges. Allah ta'ala gibt uns einfach nur ein Beispiel vom Himmel und von der Erde, was uns das noch einmal verständlich machen soll. Und dann zeigt er uns auf, das alles findet ihr wo? Das alles findet ihr in der Offenbarung Allahs. Innahu laqawlun fasl. Es ist wahrlich ein entscheidendes Wort. Jetzt kommt wieder der Bezug auf den Koran. Und wir haben letztes Mal schon gesagt gehabt, Allah Ta'ala ergibt uns immer wieder Beispiele aus dem Schöpfungsbuch und Beispiele aus dem Offenbarungsbuch. Und wenn wir beides miteinander vereinen, kommen wir zu der Erkenntnis, dass es einen Schöpfer für dieses Universum geben muss. Und wir wissen dann auch, wie wir diesem Schöpfer zu dienen haben. Und nachdem Allah Ta'ala das gesagt hat, sagt er noch einmal, وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ, um aufzuzeigen, dass dies die letzte Offenbarung ist, an die wir uns als Muslime und Menschen halten müssen. Es ist kein Scherz. Und jetzt kommt die
Androhung für diejenigen, die sich dagegen stellen, in der mekkanischen Phase, aber auch in jeder anderen Zeit, auch heutzutage, sie wenden eine List an und ich wende eine List an. So lasse den Ungläubigen, diejenigen, die sich offensichtlich gegen die Wahrheit stellen, obwohl sie die Wahrheit erkannt haben, so lasse den Ungläubigen noch Zeit, lasse ihnen nur eine Weile Zeit. Der Zeitpunkt, wo sie zur Rechenschaft gezogen werden, der wird kommen. Das ist Surat At-Tariq gewesen. Eine Surat, die uns sehr, sehr viel Hoffnung gibt. Eine Surat, die uns aufzeigt, dass es den Tag der Gerechtigkeit geben wird, den wir jeden Tag immer wieder in Surat Al-Fatiha auch, an dem wir jeden Tag in Surat Al-Fatiha auch erinnert werden. Maliki Yawm al-Din, dem Herrscher am Tag des Gerichts. Dieser Tag wird kommen, der Tag des Gerichts, wo, inshallah, es dann wieder Gerechtigkeit geben wird und wo jeder Mensch zur Rechenschaft gezogen werden wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf seinem Weg festigen und möge Allah ta'ala uns unsere Sünden vergeben, die geheimen und die offensichtlichen. Ya Rabbal Alameen.